Oh, ein Brief. Brief an den reisenden Nomad, die Maus am Straßenrand. Okay, ich weiß ja, wie das ist. Ist auch ziemlich nah hier. Okay, das muss Mustafa dann sein. Willst du mich verarschen? Du bist Mustafa die ganze Zeit gewesen. Hey, netter Kerl, so trifft man sich wieder. Wo, dass du mich gefunden hast. Ich bin eine Maus. Ich bin Mustafa. Ich bin derjenige, den du die ganze Zeit über gesucht hast. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, benutze ich den Namen Sheik. Weil es eine Zelda-Anspielung ist anscheinend. Außer, dass es anders ausgesprochen, also anders geschrieben wird. Es ist immer schön, einen wirklich netten Kerl kennenzulernen. Ich schaffe viele Leute, aber du bist eben mit Abstand der netteste Kerl von allen. Dein Name ist also Mario. Ich hörte, dass du zu den stocktrockenen Ruinen willst. Ich habe das Gefühl, dass du auf einer sehr wichtigen Mission bist, daher werde ich das Geheimnis für dich lüften. Die Ruinen sind von großer Bedeutung, meine Vorfahren bewachten sie seit vielen Generationen. Wenn ich das ganze Gesocks nicht von ihnen fernhalte, wer soll es dann tun? Ich muss versprechen, dieses Geheimnis niemandem zu verraten. Überreiche dir dies. Was hast du erhalten? Pulsjuwel. Ausgezeichnet. Pulsiert schneller, wenn man sich den Ruinen nähert. Okay. Dieses Pulsjuwel ist der Schlüssel zu den stocktrockenen Ruinen. Bring ihn in die Wüste. Kommst du in der Nähe der Ruinen, beginnt das Juwel über deinen Kopf zu leuchten. Je näher du kommst, desto schneller blinkt das Juwel. Folge ihm, wohin es dich führt. Finde den Ort, an dem das Juwel am schnellsten blinkt und benutze es, um den Weg zu eröffnen. Erstmal will ich nochmal mit Mustafa reden. Je näher du kommst, desto schneller blinkt das Juwel. Folge ihm, wohin es dich führt. Okay. Danke. Huch, das war nicht so geplant, aber egal. Ich muss nicht ins Toadhaus, oder? Ich kaufe jetzt auch nicht ein, obwohl das vielleicht intelligent wäre. Ich werfe gleich den Hammer direkt mal weg, damit wir den aus dem Inventar haben. Mal gucken, wie lange ich heute aufnehme. Ich nehme schon seit über einer Stunde auf. Normalerweise bin ich ja immer ziemlich früh mit der Aufnahme, also beende ich die Aufnahmen in letzter Zeit ziemlich früh. Vielleicht wird heute ein bisschen länger. Ich habe gerade noch Bock. Gerade noch, aber okay. Powerpanzer. Ah, ich wollte den Hammer wegwerfen. Ah, gut, dass ich ja niemanden getötet habe. Und dass ich mich auch treffen lasse wie so ein Vollidiot, ist auch gut. So. Oberpanzer. Den nicht verkacken. Gut. Das hauen die alle ab. Und sie sollen ja nicht abhauen, die sollen mir Erfahrungspunkte geben. Das sollen sie. Danke, dass du keine BP fallen lässt oder so. Der Laden ist ja auch der größte Schmuckladen gewesen, die es gibt. Schmuck, nicht Schmuck. Okay, er fängt an zu... Also blinken finde ich das jetzt nicht. Ob du von hier aus in Richtung Südosten gelangst, du zu einer wunderschönen Oase. Dort geht dein Zitronen und Limettenbäume. Es ist dort angenehm kühl. Man kann sich dort wunderbar ausruhen, doch leider machen viele Plagegeister die Umgebung unsicher. Wenn du die Oase in ein Stück erreichen, solltest du sehr vorsichtig sein. Ich wusste gar nicht, dass er von der Oase redet. Vielleicht habe ich es einfach nur vergessen, Paracarry. Brauche ich für den Brief. Sind Sie nicht Nomad die Maus? Mein Name ist Paracarry, ich bin der Postbote. Ich glaube, ich habe einen Brief für Sie. Einen Moment, bitte. Hier. Und wieder wurde ein Brief von mich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Ein Brief von Mustafa. Ich kenne den Namen, aber ich kann mich nicht erinnern, zu welchem Gesicht er gehört. Auf jeden Fall herzlichen Dank für die Zustellung. Erstaunlich, dass ihr mich hier draußen gefunden habt. Das Reisen in der Wüste ist sehr gefährlich, passt gut auf euch auf. Ach ja, nimm dies als Zeichen meines Dankes. Zögere nicht, nimm es ruhig.
Ja, war mir klar, dass es so später sein wird. Ich will gerne Koopa wieder haben. Okay, hier hat es angefangen zu blinken. Okay, jetzt hört es wieder auf, oder was? Powerpanzer. Ich glaube, ich mache den erstmal tot, den Dieb. Mach dich tot. Mach dich Krankenhaus. Ah, so Mist. Ich bin echt... Huch, was passiert denn jetzt? Also... Zauber versteckt deine Angriffskraft. Stimmt jetzt wieder 8 oder sowas, ne? 5. Ist halt random. Hätte ich, glaube ich, mehr bezahlt, würde das öfter erscheinen. Da ist nur noch einer. Ich wusste nicht, dass es 2 waren, direkt auf einmal. Nochmal Powerpanzer. Dann mache ich aber erstmal den Pauki diesmal weg. So, dann kann ich dich kaputt hauen. Lass mich in Ruhe erstmal. Lass mich erstmal meinen Müll aufsammeln. Oh, Panzer. Ich kann ja den Hammer werfen. Den habe ich ja noch. Droppt heute einen Hammer. Okay. Ja, tschüss. Damit ihr mir keine Verstärkung holt. Ich glaube, der andere hat 2 KP noch, ne? Ja. Okay. Aber hier... Ne, hier sind wir einfach falsch. Dann hier. Okay, hier ist es mal richtig. Okay, hier ist noch... Okay. Gut. Also doch den Weg entlang, oder was? Mache ich nochmal den Powerpanzer, obwohl ich davon nicht mehr so viel kenne. Ich habe keine BP mehr, das ist das Problem. So ein Kack. Und ich krieg nicht mal einen so ein Poki besiegt. War wirklich ein Griff ins Klo. Okay, gut. Dann hau ich den erstmal zu Klump. Den ersten Poké und dann kommt Upair. Wenn er nicht verkackt, also wenn ich nicht verkacke, dann ist der auch down, gut.
Nicht springen. Was denke ich mir? Erstmal du hier. Obwohl, warte, wir gehen nochmal zurück. Ich kann Erfrischung einsetzen. Das sollte ich dann auch mal tun. Ich habe auch die Wacker-Dinger jetzt nicht mehr dabei. Oder zwei auf jeden Fall. Wie viele habe ich weggelegt? Ich weiß es nicht mehr. Auf große Sicht gesehen ist das dann auch nicht so intelligent. Okay, das war auch wieder ein Schuss in den Ofen. Okay, gut. Noch 11 für ein Level Up. Also 11 Sternpunkte. Ach, hier, gehst du mal weg? Mal wieder her. Sind das zwei verschiedene oder? Ja, das waren der eine und derselbe. Okay, gut. Mach mal. Okay. Was mache ich da am besten? Erstmal einen normalen Sprung. Ich glaube, ich mache. Scheiße, wie mache ich das? Komm, ich mache einen Powerpanzer, oder? Dann haben wir das in zwei Runden gebacken bekommen. So, dann spuckst du mal kurz hier drauf. Ich glaube, ich muss so ein Ding ins Einsetzen, so ein Trockenobst oder Trockenfrucht oder wie das hieß. Oder Dürrobst ist es, glaube ich. Ich habe vergessen. Das rote Dingens da. Wenn es rot war. Okay, ich hau erstmal drauf, weil ich habe keine Zeit für Menüs gerade. Gut. Nee, den haben wir. Ah nee, der holt ja einen Verbündeten wieder. Doof. Viele Sternkraft habe ich noch. Oder wieder. Oder was auch immer. Okay, ich kann noch keine Erfrischung benutzen. Das ist ein bisschen doof, aber naja. Dann esse ich einfach so ein Trockenobst in der nächsten Runde. Also nach dem Kampf meine ich. Noch 5 für ein Level Up. Ich wäre schon längst tot gewesen, hätte ich nicht den Dinges benutzt da. Ja, damit der einfach mal wegkommt, der Trockenpilz. Ich nehme so ein Dörrobst. Ich wäre schon längst tot gewesen, hätte ich nicht den Lebenorden da benutzt. Okay, wir gehen mal hier lang. Okay, es wird wieder weniger. Vielleicht nach Süden. Ja. Oder? Norden meine ich natürlich. Also war schon mal richtig. Hinzugehen. Was ist erstmal ein Panzerstoß, weil Powerpanzer kannst du nicht einsetzen. So. Gut abgewehrt. Ja, normaler Sprung. Dann ein Panzerstoß.
habe ja so oft gesagt, damit ich mal jetzt mal was zu reden habe, ich habe ja so oft gesagt, dass ich ja... Was passiert denn jetzt? Zauber reduziert den Schaden, den du einstecken musst. Ah, cool. Okay, einfach nichts passiert. Kein Schaden bekommen. Ich rede ja immer davon, dass ich Multiplayer-Spiele nicht so mag und dass ich die Final Fantasy-Serie Let's Playen will. Außer 11 und 14, weil das sind Rollenspiele und so. Ich habe 14 wieder angefangen. Weil ich brauche gerade irgendwie was Turnloses, wo ich einfach nur farmen kann. Und ich kenne halt kein Offline-Spiel, das wie ein MMO ist. Auch wenn ich gesagt habe, dass Final Fantasy 11 wie ein MMO ist. Ein Offline-MMO. Ich finde aber nicht, dass es so... Also, es fühlt sich halt nicht an wie ein WoW oder ein Final Fantasy 14 oder sowas in der Richtung. Deswegen kann man das jetzt nicht damit vergleichen. Außerdem sagen viele, dass Final Fantasy 12 sich wie ein Offline-MMO anfühlt. Habe ich eben auch 12 gesagt. Ich habe, glaube ich, eine andere Zahl gesagt, aber ich meinte 12. Gut. Hau drauf. Weil ich brauche jetzt irgendwie was Hörloses, wo ich einfach ein bisschen farmen kann und nicht wirklich drüber nachdenken muss. Und ich weiß nicht, ob das schon immer so war in Final Fantasy 14, aber ich nehme den BP, ne? Weiß jetzt nicht, ob es immer schon so war, aber man muss halt nicht wirklich lesen, was sie sagen, sondern man kann einfach die Quest annehmen und dann kann man einfach ich gehe jetzt mal links. Okay, tote Hose. Obwohl, nee, hier ist es schneller. Also man kann einfach Quests annehmen. Ich denke, wir müssen nach Norden. Ohne dies zu lesen, weil es wird dir gesagt, wo du hin... Also es wird gesagt, was du machen musst in diesem kleinen Quest-Log-Dingens. Und dir wird... Okay, ist schon richtig hier. Und dir wird auch gesagt, auf der Karte... Was du, wo das ist, wo du hin musst. Wo der Bereich ist, wo du was suchen musst oder wo Gegner sind, die du besiegen musst oder sowas. Hat WoW, meine ich, auch mittlerweile. Das klassische nicht, aber das aktuelle WoW hat das auch. Dass du nicht wirklich da lesen musst. Weil das Ding ist, dass bei Final Fantasy 14 das wirklich sehr ein großer Teil auf Flavortext ist. Halt, was ich eben, also einige Folgen zuvor hier angemeckert habe, angeprangert habe. Halt Text, der nicht viel weiterbringt. Und es war schön, dass ihr da eine Story erzählen wollt, aber warum ich jetzt drei von einer Sorte töten muss, ist mir scheißegal. Solange ich weiß, wo das ist. Saurus Tonic, ein sehr Saurus Tonic halt Vergiftung und Verschrumpfung. Es gibt Statusveränderung. Das wusste ich nicht. Obwohl wir gerade, glaube ich, schon mal vergiftet, ne? Panzerstoß. Das Blöde ist, ich habe Koopa vorher immer benutzt und seitdem ich ihn stärker gemacht habe, habe ich ihn halt auch nur noch benutzt. Das war, glaube ich, nicht so klug, ihn halt besser zu machen. Sondern irgendwie jemand auch anders mal zu benutzen. Weil er ist halt gegen die ganzen, da ist ja noch einer gewesen. Die ganzen Pokés hier so am intelligentesten. Gut. Ah,
Also ich sag immer, ich mag keine Multiplayer-Sachen und so, und ich, aber ich mag MMOs an sich. Ich mag das Gameplay, aber dieses hirnlose Sachen machen. Wird gesagt, geh dahin, dann gehst du dahin, machst das, was dir gesagt wird, und dann kriegst du Loot. Cool. Cool. Was mich an MMOs stört, sind die anderen Leute. Ich mag halt kein Multiplayer, aber ich mag halt sowas Hirnloses manchmal. Ich gehe mal weiter nach Norden. Vielleicht ist das richtig. Hört sich richtig an, und hier sieht's auch nach irgendwas aus. Okay, ich muss mal das Pulsjuwel einsetzen. Okay. Was ist denn jetzt? Sowas wie eine Cutscene habe ich jetzt aber auch nicht gerechnet. Obwohl, das gab es ja schon mal sowas. Die Cutscenes als... Change Homes. Als, Dingens, wie hieß es, das Schloss entführt worden ist. Okay, das war schon imposant. Okay, da ist auch ein Heilblock, aber ich glaube, man kann hier nicht speichern, ne? Das finde ich ein bisschen schade. Ah, dass es plötzlich Nacht wurde. Warum? Aber ich mag die Farbgebung des Tempels von außen. In der Ruine. Okay, hier kann man nicht speichern, schade. Aber hier kann man speichern. Ich bin der große, schreckliche Tutankhupa, der unbarmherzige König der Wüste. Wagt es, seinen Fuß in meinen Wüstenpalast zu setzen? Sprich und zeige dich. Lasse diesen Ort sofort, sonst wird Unheil dich befallen. Okay, gehen wir mal rein. Wieso auch immer das so ein bisschen komisch aussieht. Also sieht so aus, als würde sich der Raum ein bisschen drehen, ne? Oder bin ich doof? Ja, ich bin doof, das weiß ich aber. Okay, was bist du denn? Ihr seid keine normalen Pokés. Hier gibt's einen Halt drin, aber gab's glaube ich in der letzten Festung auch. Ich brauche mal kurz Kumbario. Den hätte ich glaube ich die ganze Zeit dabei am besten. Ich hau mal drauf. Okay, gut. Gut. Wir machen also genau denselben Schaden wie zuvor und Pokémumie. Das ist eine Pokémumie. Dabei handelt es sich um ausgetrocknete Pokés, die jetzt in den Ruinen leben. Maximal KP 4, Angriffskraft 2, also genau wie vorher. Vorsicht, sie haben Stacheln auf ihren Köpfen. Glaube mir, es tut sehr weh, wenn du auf sie springst. Durch die Mumifizierung sind sie auch giftig geworden, wenn die vergiftet. Wir fallen deine KP für einige Runden. Ich würde vorschlagen, sie zu besiegen, bevor sie uns vergiften. Okay. Guter Tipp. Da Gumbario halt nichts nützt, weil sie Stacheln haben, würde ich Gumbario auch direkt wieder wechseln wollen zu Cooper. Okay, du hörst wahrscheinlich wieder deinen Scheiß. Ich bin vergiftet. Mario wurde vergiftet, seine KP fallen langsam. Das ist nicht gut. Das erste Mal, dass Statusveränderungen vorkommen, ne? 2 Sternpunkte, also die geben auch nur 1 Sternpunkte jeweils. Geben keine Items. Als Orden oder sowas. Ah, lieber Powerpanzer. Dann haben wir sie direkt besiegt, wenn ich das nicht verkacke.
Schnelle Kämpfe gegen Giftgegner ist immer so das Intelligenteste, würde ich sagen. Wobei ich immer versuche, die Kämpfe ziemlich schnell zu machen. Außer hier in dem Spiel eigentlich, um WP zu sparen und so. Was passiert denn jetzt? Der Zauber erhöht die Anzahl der gewonnenen Münzen. Cool. Das waren noch nicht gerade wenig, die da fallen gelassen worden sind. Du hast den Stachelschildorden erhalten. Kein Schaden bei Sprung auf Stachelgegner. Ist mir eigentlich ziemlich Wurst, weil ob ich jetzt den Hammer benutze oder springe, ist mir ziemlich egal. Also es gibt wirklich einen Effekt, wenn man hier durchgeht, so als wenn man in einem Turm wäre oder so. Machen wir nochmal den Powerpanzer. Leider kriegen wir nicht alle drei auf einmal, alle drei zusammen. Aber den größten Teil haben wir dann schon mal weg. Außer der ruft jetzt einen seiner Kumpanen wieder. Gut. Was ich immer wieder gut sage, das steht gut, da brauchst du ja nicht sagen. Ich lese das nicht vor, ich sage einfach gut, wenn ich treffe. Oder abwehre oder so, weil ich weiß nicht wieso. Das habe ich schon die ganze Zeit in dem Spiel hier gemacht. Die Ruine sahen nicht gerade rund aus, deswegen frage ich mich, wieso es diesen Effekt hier gibt. Wäre doch viel intelligenter, in einem Turm zu machen oder so, okay. Indiana Jones? Was hast du erhalten? Eine Ruhenschlüssel. Ausgezeichnet, öffne deine verschlossene Tür in den Shop-Ruin. Okay, wie kommen wir denn da rein? Oder später. Harakiri kriegt das nicht hin. Das war easy. Starke Schlüsselrätsel. Nicht. Ah, Sand. Den muss ich wahrscheinlich senken lassen. Damit wir in den anderen Raum da. Genau. Damit wir da. Kann ich dann hier einfach runter? Nö. Ich kann zwar in die Wölbung, aber ich kann nicht hier runter. Ist zwar cool und so, aber das ist jetzt kein Rätsel oder sowas, sondern es ist einfach. Es ist einfach da. Na, du hast meine Warnung ignoriert, du Narr! Vor meinen Legionen wirst du fallen und zu einer Mumie des ewigen Sandes werden. Okay. Okay, hier gibt es aber ein paar Wege. Das ist doof. Weil ich habe Gumbari mal wieder nicht am Start. Ich denke mal, springen tut dir weh. Und ich hab's verkackt. Ah, gegen so welche nicht schon mal gekämpft. Mario-Scanner. Das ist ein Käfer. Käfer sind zwar niedlich, aber fies. Maximal KP, Angriffskraft 2, Verteidigung 2. Feuerattacken sind gegen diese Glitköpfe nicht sehr wirkungsvoll. Aber wenn du sie auf den Rücken legst, fällt ihre Verteidigung auf Null. Kipp sie um, Mario. Ich hätte früher waren sie überall zu finden, aber jetzt kommen sie nur noch an dunklen Orten vor. Aber so welche hatten wir doch schon mal, ne? Oder zumindest ein hatten wir in dem Dojo. Da erinnere ich mich. Ah, wieder verkackt mit dem Sprung. Okay, dann will ich mal noch nicht wechseln zu Koopa. Ich will mal die BP sparen, deswegen mache ich keinen Powersprung. Auch wenn das so eine halbe Ewigkeit dauert, sie zu besiegen. Ich meine, das hat auch wieder nicht geklappt, das Abwehren. Ob ich den Schaden machen kann mit dem Panzerstoß? Wahrscheinlich mache ich ihm nur einen Schaden, ne? Genau. Mist. Mist, Mist, Mist. Jetzt den Panzerstoß und dann ist er down.
Eigentlich müssen wir Gubario die ganze Zeit dabei haben, falls neue Gegner kommen und sowas, aber da habe ich keine Lust drauf.